starting to peak. Tie me up and spank me. You got a funny way of having a good time. I think you broke me and you'll never see us wrong. Get a move on! Hey there! Greetings, Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Bye-bye. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody. Not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby, for sure. I'ma do you right. Okay, you got it. Left in like 5 days. Na also, und damit willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wo wir im letzten Part schon die Architektenpläne besorgt haben. Ja, habe ich dann auch noch schön für die Kleine hier abgenommen, zugenommen, allen möglichen Horror durchlebt. Und jetzt habe ich sie noch zwei weitere Male mit dem SM-Anzug offscreen verführt. Und jetzt... ja, kommen wir wohl endlich an das Zeug ran, was wir haben wollen, ey. Sehr schön. Sehr, sehr geil, liebe Freunde. Eigentlich hätte ich die Kleine dafür erschießen sollen, aber naja. Warum spielt gerade so ein Song I Need Your Love? Digga, das hat mit der letzten Folge schon echt gereicht. Entschuldigt, Freunde, aber ich kann gerade echt nicht mehr. I need your love, ey. Ja. Das hat uns im letzten Part echt einiges verdreht, ey. So. War jetzt nicht sogar die Phase, dass man weitere Missionen nicht machen konnte, oder? War doch. Damn and blessed. Seems impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up! We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look. I'ma go shut off the city's power source. Wolves, look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Ach du Scheiße. What the fuck? Idiot! Stop it! Move! What's happening here?
Alter, sind wir weit hoch. I got invisibility seeing glasses, dumbass. Hey, was geht denn jetzt ab? The wizard came to me. Remember our adventure at Gash Canyon? Gather ye friends and embark on a... Ich sehe Pixel. Jede Menge fucking Pixel. Oh no, you won't. I have a metal neck given to me by Gorath of Backdor. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? To the nether regions of Gorthback. There I had 8 wives, 47 kids and other concerns. It's not just a game, it's a secret society of special friends. Ist das normal? Das war gerade ein richtig schöner Pixelsalat und... Das nennt man eine schöne Bruchlandung. Gott, ist das düster, ey. Sehr schön. Begib dich zum Ende des Dammkais. Alright. Gib Acht, dass sich die Wachen nicht entdecken, die in der Gegend patrouillieren. In der Nähe eines der Container ist ein Messer versteckt. Das könnte dir nützlich sein. Hol dir das Messer. Du mal, ihr meint das besser hier? Ihr habt doch schon eins. Ratschu. Hier, ist euch das Messer einfach nicht gut genug, oder was? Hallo. Any sign of him yet? Not yet, but we've locked the quay entrance and the cops are on the way. Oh!
Erste Sprengladung ist scharf. Erste Wache ausgeschaltet hier drinne. Alles klar, die letzte Ladung. The cops are on the way. This thrill seeker ain't gonna escape. Oh nee. Ernsthaft? Where the hell did he go? We got a light saying there's been a break-in. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Oh nein. Cut. Meinetwegen, dann eben halt so. Sehen wir zu, dass wir wieder an Land kommen, Freunde. Scheiße. Ja, Clement, Freunde, ich muss hier noch kurz was machen. Zack, zack. Zack. Und bam, sehr schön. Juhu, erstmal vor Freude in die Luft springen. Hi,
übrigens, Freunde, man hätte die gute Millie auch so zu einem Date überreden können. Allerdings wusste ich jetzt nicht, wie das ging, weil sie hat sich auf keine Figur von mir eingelassen. Und ja, deshalb die Sache mit dem SM-Anzug. Damals habe ich es jedenfalls geschafft, sie zum Date auszuführen. Dann habe ich sie abgeknallt, weil mir das irgendwie zu lang und zu oft mit der gedauert hat. Ja, dann konnte man ins Haus eindringen und sich die Karte holen. Naja. Ich habe sie zwar nicht kalt gemacht, hätte ich eigentlich gern gemacht, aber naja. So. Daddy paid my credit card bills again. All right, here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes and Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al? So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we gonna go get some cop weed. You get the Packer, hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Hey Kumpel, was geht ab? Oh! Du Schwein!
Mann, ist das nervig, Alter. Dust in your face. Enjoy. Kleiner Boxenstopp, Freunde, um die Sterne mal loszuwerden. A nice stick up there. Okay, keine schlechte Taktik, Freunde, denn der Typ kommt uns zum Glück entgegen. Dass ich mein Motorrad-Skill verbessert habe, wodurch ich nicht mehr so leicht vom Bike fliege. So, das ist das Letzte. Meine Güte. Bitteschön.
So. Reicht das? Black Screen? Fragezeichen. Ja. So lachhaft. Ja, dann werde ich wohl die Mission nochmal neu starten müssen oder so. Weil ihr seht's vorne, jetzt ist Black Screen, jetzt geht's hier nicht mehr weiter. Und wie es in GTA San Andreas, nachdem hier noch so weitergehen wird. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dann. Ciao.